Guten Tag, hier ist die Inka wieder mit einem Video. Und ich fange gleich mal an hier, damit ihr da, während ich rede, dass ich gleich loslege. Hier geht es um eine schnelle, einfache Blume hier. So eine kleine Entspannungsübung. Ich bin sehr gerne kreativ. Mit verschiedenen Materialien. Ich lege mich nicht da gerne fest. Ich probiere immer wieder gerne mal was anderes aus. Mal das eine, mal das andere. Mal ist es Basteln, mal ist es mit Papier, mit Klopapierrollen. Dann Holzmalerei und verschiedene andere Sachen noch, die ich einfach mal ausprobiere und mal gucke, wie das alles so ist. Ich habe dann immer so Ideen. Und die probiere ich dann ganz gerne mal aus. Und dann ist es immer alles hier sehr abwechslungsreich. Und manches, was ich hier so auf dem Blatt Papier kreiere, da habe ich schon welche Sachen gemacht, die schneide ich dann aus. Weil ich auch angefangen habe, seit kurzem noch nicht so lange, dass ich mich auch dem Thema Art Journal beschäftigt habe. Das hat mir auch einige Videos angesehen und war ganz davon angetan, was die Leute so machen, und habe dann so ein Heft angefangen, aber auf eine andere Art dann nicht. Ich male nicht gerne was nach, ich greife nur Ideen auf und setze dann in meiner eigenen Kreativität um. Und jetzt habe ich hier so einen schwarzen Paintmarker mir genommen und mit dem umrande ich meine vorgezeichnete Blume, die ich hier habe. Dass man einmal sieht, was ich hier habe. Und jetzt ist es so, dass ich diesmal auf farbige Paintmarker hier übergehe. Man sagt ja jetzt Paintmarker. Früher hat man dazu Filzstifte gesagt, das ist, man muss sich der Zeit anpassen. Mal ist es das. Weiß noch, wie man früher gesagt hat, ach, einen Satz Filzstifte holen. So, und als Kind hat man viel was mit Filzstiften gemacht. Wir haben viel, also was wir immer so gemacht haben, das war immer alles so mit Filzstiften. Und jetzt heißt das ja, wie gesagt, Paintmarker, ist das was anderes. Das ist auch was Schönes, wenn man zwischendurch, man möchte kreativ sein. Man weiß nicht, ach, jetzt noch den, alles rausholen und das noch machen und dies noch machen. Und so ein paar Paintmarker rausholen. Und dann geht das schon hier los. Und dann einfach so den Lauf lassen, was einem gerade so in den Sinn kommt. Welche Farben, das kann man sich so während des Prozesses hier einfach mal gucken hier. Muss man sich nicht festlegen mit den Farben hier. Mal so rum. Oh, das ist auch eine schöne Farbe. Verschmiert. Macht nichts. Das passiert schon mal. Und dann muss man eben tatsächlich was anderes nachher einfallen lassen. Dann mache ich mir gleich was. Man kann auch aus so kleinen Patzern, die einem passieren, irgendwas einfallen lassen. Gleich einmal so. Der Rotton ist schön, da kann ich hier mit mehreren Tönen immer so hin und her oder hier. So ein paar Blütentöne hier. Blätter, Blütenblätter.
machen hier hier noch einmal rum. Und wenn man sich so wie da jetzt hier vermalt hat, dann kann man später mit dem Paintmarker dran gehen und so wie hier geht es zum Beispiel. Gehe ich jetzt mal hier, mache ich so zwei Kreise hin, dann gehe ich mit dem roten Stift durch und schon sieht man nicht mehr, dass man da sich vermalt hat mit den Stiften. Und jetzt gehe ich da die ganze Blüte mal so durch und lasse die Farben fließen und füge noch was hinbei. Und da könnt ihr da mal gucken, was aus dieser Blüte da entsteht. Thank you.
jetzt wird es eine Happy Pension Blume Gestaltung. Und jetzt gehe ich hier noch mit so einem weißen Gelstift rein. Oder gucke hier, ich habe hier auch noch so einen anderen weißen Stift, den Uni Posco. Mal gucken, welchen da passt. Und damit gehe ich jetzt nochmal die Blüte so ein bisschen ab und setze Highlights und gehe auch nochmal so reihum so ein bisschen um die Blüte.
Die kleine Malerei sehe ich jetzt als beendet an. Und ich habe hier jetzt nur mit diesen Paintmarkern gearbeitet und den weißen Gelstift. In der Happy Painting Malerei nimmt man eigentlich noch Buntstifte für so Punkte, Akzente setzen. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, es so in dieser Art zu machen, ohne irgendwas noch dran. Jetzt kommt eine kleine Signatur von mir. Und ich hänge jetzt an diesem Video noch dran ein paar Werke. Ich gucke mal, wie viel ich da überhaupt gemacht habe. Mit so Paintmarkern. Und die füge ich dann mit dran, damit ihr das einmal sehen könnt, wie das so mit den, also mit den Paintmarkern alles so machen kann. Also in meiner Welt ist es immer noch irgendwie ein Federstift. Naja, so, das war's von mir und vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.